Ist gut. Okay, bei mir steht Herr Jochen Schneider, Sportdirektor vom VfB Stuttgart. Ich möchte ihm ein paar Fragen stellen, betrifft vom Juniorcamp 2010 in Zellerine. Herr Schneider, wie gefällt es Ihnen hier im Engadin? Ja, das ist einfach traumhaft hier. Wir sind jetzt seit einer Woche hier, haben perfekte Bedingungen, schönes Wetter, super Luft und natürlich einen Rasenplatz hier, wie wir ihn selbst in Stuttgart nicht in der Klasse vorfinden. Ah, super, das hören die Verantwortlichen gerne vom FC Zellerin. Wir machen im August ein Fußballcamp. Was halten Sie von dieser Idee? Ich finde es eine super Idee. Wir haben das bei uns beim VfB Stuttgart auch. Wir haben vor 3 Jahren eine Fußballschule gegründet, die auch Camps veranstaltet, insgesamt zwischen 35 und 40 Camps pro Jahr. Und es ist eine tolle Geschichte, wenn man den Fußball an die Kinder weitergeben kann, da die Ideen weitergeben kann. Und ich finde das, großartig. Und dann insbesondere noch hier in der Landschaft, besser geht es überhaupt gar nicht. Was ist Ihrer Meinung nach ganz wichtig bei solchen Camps? Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man den Kindern Freude vermittelt, den Spaß am Fußball vermittelt, ihnen auch den einen oder anderen Trick zeigt. Das ist das, auf was wir Wert legen. Und natürlich dann auch, was ganz wichtig ist, dass die Kinder lernen, als Team zu funktionieren. Das gehört auch dazu, dass das Thema Disziplin ganz oben steht, dass die Gruppe funktioniert. Und da legen wir großen Wert drauf und ich denke, das ist ganz wichtig für ein Fußballcamp. Okay. Was glauben Sie, wird das ein Erfolg, dieses Camp hier, oder wie sehen Sie das? Sie haben das jetzt ein bisschen kennengelernt hier. Also wir haben das jetzt eine Woche kennengelernt und eine Woche auch genießen dürfen. Und wir wurden so fantastisch unterstützt von allen Verantwortlichen vom FC Zellerina. Das ist top organisiert, alle sind freundlich, helfen. Wie schon gesagt, der Platz ist absolut super, das Klima ist traumhaft. Also das kann nur ein ganz großer Erfolg werden und dafür drücke ich auch kräftig die Daumen. Okay, danke vielmals fürs Interview und ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der Saison in der kommenden. Ja, danke. Das wünsche ich dem FC Zellerina auch dann in der dritten Liga und allen Jugendmannschaften natürlich auch. Okay, merci vielmals. Danke. Also wir sind hier auf dem Fußballplatz in Zellerina, San Gian. Neben mir ist der Herr Christian Gross, der Trainer vom VfB Stuttgart. Herr Gross, ich organisiere dieses Jahr bei uns ein Fußballcamp für einheimische Kinder. Wie würde bei Ihnen so ein Fußballtagcamp aussehen? Also zuerst finde ich es mal fantastisch, dass Sie das machen. Also man muss die Kinder natürlich begeistern. Und ich würde es am frühen Morgen zusammennehmen und auf den Platz mitnehmen. Ich würde dann kurz vor dem Mittagessen Ihnen etwas noch zeigen auf einem Video und dann ein bisschen Ruhe lassen am Nachmittag. Und dann am Nachmittag nochmal auf den Platz raus. Und dann das, was man auf dem Video gezeigt hat, vor dem Mittagessen, dann versuchen, das umzusetzen. Okay, super. Welchen Fußballtrick könnten Sie uns verraten? Was sollen wir diesen Kindern, einen Trick, den Sie den Profis auch beibringen, generell, was könnten Sie uns da weitergeben? Also, ich bin nicht bekannt als der grosse Trippler, aber für mich ist wahnsinnig wichtig, dass Beidfüßigkeit trainiert wird, dass links und rechts, auch jonglieren links und rechts und selbstverständlich auch das Kopfballspiel schon ganz früh trainiert wird. Ja. Und wenn sie einfach viel technische Übungen machen mit dem Ball, den Ball am Fuß mitnehmen, hinten ziehen mit der Sohle gerade wieder mitnehmen. Es gibt ja wunderbare Beispiele, wie jetzt Cristiano Ronaldo, wo den Übersteig so wunderbar macht. Entscheidend am Schluss ist, dass man technisch gut ist und dass auch in Schnelligkeit unter Druck machen kann. Okay, danke. Welche Erwartungen haben Sie an so einem Camp? Also wenn ich jetzt Kind wäre, dann möchte ich unheimlich viel mitnehmen. Ich will nicht nur hören, sondern ich will vor allem dann auch auf dem Platz können das trainieren. Und dass man vor allem der Leiter oder der Trainer mit Begeisterung einem das versucht zu vermitteln. Ja. Und welche Grundregeln, also es läuft alles ein bisschen das Gleiche rein, was ich frage, welche Grundregeln sind für Sie als Trainer die wichtigsten bei der Arbeit? Ja, dass man gut organisiert ist, dass man den anderen respektiert, dass man die Zeiten einhält und Ziele immer gut formuliert, was man will und auch ein bisschen geduldig ist mit den jungen Spielern. Okay, danke. Noch 2 Fragen hätte ich. Die eine ist, also 3 noch. Die eine ist, welche Fußballübung finden Sie persönlich am schwierigsten?
Oder was? Ja, es ist an und für sich nicht eine Übung, sondern es gehört ein bisschen zur Teambildung, zur Mannschaftsbildung, dass man sich gegenseitig respektiert und einander hilft, ja, und miteinander redet. Weil wenn einer mit dem anderen nicht redet, ja, dann ist fast sicher, dass er am Fußballplatz ihm den Ball nicht geht. Okay. Also, dass man einander, sich kennenlernen, dass man offen ist miteinander und dass man aufeinander zugeht. Super, jawohl. Wo sehen Sie im Juniorenfußball noch Verbesserungspotenzial? Ich finde, man sollte auch die Jungen mit grosser Begeisterung am Fußballspielen haben. Also man muss dranbleiben, muss ihnen immer wieder Ziel geben, Zielvorgaben, und nicht aufhören, sie zu loben. Okay, also Lob wichtig. Ja? Enorm wichtig. Okay. Mhm. Dann die letzte Frage noch. Haben Sie einen Leitspruch für sich selber, den Sie uns da können weitergeben können, den wir mitnehmen dürfen? Den wir vielleicht auch auf die Kinder übertragen können und denen das auch so mitgeben? Es kann mehrere, aber ich glaube, man darf sich nie mit dem zufrieden geben, wenn man mal etwas kann, sondern muss es immer trainieren und muss nicht überheblich sein, sondern immer versuchen, dann etwas Neues zu lernen. Immer das, was man erreicht hat, als gegeben anschauen und versuchen, immer ehrgeizig das nächste Jahr zu gehen. Und ich glaube, mit Ambitionen und mit Freude kann man sehr, sehr viel erreichen. Okay. Danke vielmals, Herr Gross. Ich wünsche Ihnen für die kommende Saison alles Gute und viel Erfolg und hoffentlich den Deutschmeistertitel. Ula, merci vielmals. Merci. Okay.